Obwohl dann Flammen leuchten, wird es finster. Des Todes Einsamkeit. Am Ende der verzweifelte Schrei in der Gottesfinsternis. Wer hält mich, wenn ich mir selbst keinen Halt mehr geben kann? Wem klagen wir unsere Verzweiflung? Wen rufen wir an in der Not? Worte helfen, die lange vor mir von anderen ergriffen worden sind. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Worte von denen, die noch wussten, wem sie ihr Leid klagen können, die noch redeten mit Gott und hofften auf seine Hilfe. Oft ist es die Sprache der Kindheit. Es finden sich nur wenige Worte im Neuen Testament in Aramäisch, der Sprache, in der Jesus gesprochen hat. Der letzte Schrei der Verzweiflung, das haben die Verfasser der Evangelien gespürt, muss in der Muttersprache bleiben, der Sprache der Kindheit. In ihr werden die Antworten gegeben, die das Leben bewältigen. Oft sind es Antworten, in denen das Wort Gottes vorkommt. Eine Sprache, die Gott vergessen hat, eine gottlose Sprache, wird auf die wichtigsten Fragen des Lebens keine Antwort mehr wissen. Lassen Sie uns die beiden letzten Strophen des Passionsliedes von Paul Gerhardt singen.